ist ja auch so schön. Auf unserer ersten morgendlichen Tour hier am Eisenmeer in Makkum sind wir wieder unterwegs auf Alpenfahrten, die uns in vielen Jahren lieb geworden sind. Zunächst mal befinden wir uns hier in einem Hundeauslauf. In Holland ist es ähnlich streng geregelt wie in Dänemark. Die Hunde müssen an der Leine geführt werden und nur an wenigen Orten darf man sie frei laufen lassen, sofern sie hören. Und hier zwischen dem Camping Holle Porte am Eiselmeer und dem schönen alten Örtchen Makkum gibt es einen Hundefreilauf und das genießen dann unsere Hunde und zweimal am Tag kurven wir hier unsere Runde und auch wir genießen das, hier zu sein. Hinter mir der große Yachthafen von Makkum. Wie man sieht, hat es in Holland vorgestern auch heftig geregnet. Hier der Radweg im Hundewald, der Fußweg ist mit großen Pfützen übersät. Fly, geh! Geh, Fly! Lauf! Freu dich! Ja, der kommt gleich hier vorne. And when I see, you're gonna hear that howl. Dann sind wir vorbei. You know I gotta go with what I got. And what I got, I won't never let me down. Ja, wir befinden uns hier in der Werftstraße von Makkum. Und da ich in Dänemark meinen Edelstahl-Strandsegler gefetzt habe, der geschweißt werden muss, Verstärkungen reingeschweißt werden müssen, haben wir hier gerade eine Edelstahl-Schweißerei entdeckt. Und der zuständige Typ, der Handwerker, der hier Edelstahl schweißt, war total freundlich. Und morgen oder übermorgen bringe ich hier Teile des defekten Edelstahl-Strandseglers meines Virus Buggy hierher zum Reparieren. Und zwar so zu reparieren, dass er an den Stellen nie wieder bricht. Ha, das gefällt mir. Stopp.
Wir befinden uns jetzt in Makkum am Supermarkt Jumbo. Das ist ein ganz schön großer Supermarkt, wo man gut einkaufen kann. Und hier fahren wir jetzt gelegentlich vorbei und machen kleinere Fahrradeinkäufe. Vor allen Dingen Brot, Vanillefla, geile Nüsse, die so ummantelt sind mit geilem Gewürzgebäckzeugs. Ja, und Rosinenbollen und so ein Zeug, was uns hier in Holland besonders gut gefällt. So, Samira hat alles gekauft, was wir gleich zum Open Air Outdoor Frühstück direkt am alten Hafen von Makkum dringend brauchen. So, hier ist unser Lieblingsfrühstücksplatz in Makkum.
Echt?